Dann drück doch jetzt Play. So, ja, also wie gesagt, Play. Sobald ich mich bewege, zählst du bis 3 und dann geht's los. Ihr könnt auch beide springen wie so Idioten. Achso, du bist ja der Falsche. Du hast dir doch einen Namen mit drüber. Ja, hab ich doch nicht gesehen. Seid ihr bereit? Oh, warte, halt. Nein, nein, ich bin immer bereit. Ja, der Leute und hallo zu einer neuen Folge Minecraft. Heute fange ich mal an zu reden, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Das kaputte Genie, der Chico läuft hier rum und der Tarindor, der Daniel ist natürlich auch da. Und der haut mich schon wieder. Komm her, du Sau. Das ist die Rache. Da er flüchtet wie ein kleines Hühnchen. Ja, ich bin die Pussy im Dorf. Heute tun wir, keine Ahnung, irgendwas. Was machen wir richtig heute? Das ist eine gute Frage. Bis auf dich verprügeln bin ich eigentlich... ich gehe mal Stein sammeln. Komm, glaub, wollen wir Stein sammeln? Ja, ich komme gleich mit. Der Chico wollte, glaube ich, hier eine Brücke oder so. Also genau, das Chico. Ich baue unser Lagerhaus jetzt erstmal, damit wir ein bisschen Ordnung haben. Ah, und ja, genau. Okay. Der Plan steht schon, jetzt muss er überhaupt umgesetzt werden. Okay, dann folge ich mal unauffällig den Tarindor. Ich habe eine Fackel in der Hand, von daher. Komm mir aber nicht zu nah von hinten mit dieser Fackel. Warum sagst du, ich verbrenne den Arsch? Ja. Oh. Ich find's ja lustig, dass die Fackel im Wasser nicht ausgeht. Ja, ne? Das ist eine super Fackel. It's magic. Was machen wir eigentlich? Wir gucken, wir sammeln mal ein paar Ressourcen, okay? Du weißt, wie wir da zurückfinden? Ja, natürlich, ich bin doch der Pro-Gamer. Ich habe da andere Sachen inzwischen von dir gehört. Außerdem habe ich Gottes Hilfe. Ich habe gehört, du hast eine Orientierung wie eine Bockwurst. Nee, eine Bockwurst hat 2 Enden, ich habe 3. So, komm. Wo bist du überhaupt? Hinter Baum. Also kann ich davon ausgehen, wenn ihr wieder da seid, ja, mit Gottes Hilfe, bin ich nicht lange fertig, ja? Oh, ja, vermutlich. Aua, hier ist eine Höhle. So, du Luder, mach das mal hier fertig und ich mach mal das. Hä, was fertig? Das Abhauen hier an die Kohle. Ist das eure Kohlehöhle? Weiß ich nicht. Wir bauen einfach so ab, wie wir das gerade für richtig erhalten. Speckstein brauche ich. Ja, mache ich. Ich mache Speckstein, Eckstein, alles muss perfekt sein. Wie geht Speckstein? Oh. Oh? Ich habe Andersstein kaputt gemacht. Oh. Den Thomas Andersstein und irgendwo ist auch der Dieter Bohlenstein. Bestimmt. Der Dieter. Wie ging das Lied? Sherry, Sherry Lady. Lady. Oh mein Gott. Von all den Liedern, das beschissenste überhaupt. Sherry, Sherry Lady. Ey, das ist Kult. Das ist ich finde das gut. Das ist deutsches Kulturgut. Ja. Traurig, ja. Ja, das ist so ein Moment, da wünscht man sich kein Deutscher zu sein. Ich würde euch ja eine Eintrittskarte kaufen, wenn der das nochmal macht, ein Konzert, aber... Ich nehme nicht mein Wort. Okay. Davor springe ich von der Brücke. Nein, so schlimm ist er auch nicht. Aha. Sherry, Sherry, Lady. Also, falls die Leute sich fragen, was ich hier tue, ne? Wir wollen das Lagerhaus in den Berg reinsetzen. Ja. Ne? Nur damit meine Zuschauer wissen, warum ich hier sinnloserweise einfach nur einen Tunnel geradeaus hacke. Naja, wir hacken einfach hier so rum, also ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist. Du hackst rum, ich guck dir zu. Ach, willst du nicht mit? Du kannst ruhig mithacken. Hier, so Boden und so. Alter! Ich hack Maul mit. Oder was, du Kacknub. Oh, ich bin Hurt. Ich seh das schon, wenn wir den friedlichen Modus aushaben, werden wir uns immer noch verprügeln und dann heißt es so, Tarindor, du hast mich getötet! Quagga, du hast mich schon wieder umgebracht, ja? Ich hab ein Problem. Was denn? Meine Spitzhacke ist kaputt. Ja, du bist so ein Problem. Echt? Immer diese Noobs, weißt du? Echt, diese Kacknoobs, ne? Die bereiten sich auch nie vor. Das ist kein Problem, ich nehme einfach die Axt. Nee, das geht nicht. Max. Kannst dich mit der Axt. Weißt du zurück, sonst helfe ich dir. Nein, ich lauf kurz zurück. Und hol's. Ja? Am Horizont leuchtet schon unser Lager. Schaffst du das? Ich schaff das. Bist du sicher? Ja, mach dir keine Sorgen.
Ich habe gehört, du verläufst dich so. Nein, ich habe keine Orientierung wie eine Bockwurst. Ich weiß nicht, wovon du redest, du. Bam. Das ist die Frage. Ja, ich buddel mich jetzt in die Richtung. Erstmal nach die Seite. Ich bin mir selbst, tut mir leid. Alles okay, alles okay. Ich meine, wenn ich nachdenke. Es muss Menschen geben, die auch sowas tun. Die auch denken, ne? Okay, ja. jetzt muss ich wieder mein Brain einschalten. Ich brauche dafür irgendwas. Du brauchst nur ein paar Stücker. Ja, Stöcke brauche ich. Und ein bisschen Bein. Ich habe hier Speckstein. Ja. Naja, den kannst du auch. Nimm lieber Basalt. Das wenn wir Basalt haben, genau, ich hab das noch verwenden. Basalt, Pflasterstein habe ich auch noch. Ja, nimm lieber den verwenden wir zurzeit nicht, weil der halt dunkel ist. Ne? Was wollte ich mit dem jetzt gerade machen? Eine Spitzhacke, gell? Ja, mach dir lieber zwei. Ja, mach ich. Ich versuch's. Obwohl in diesem Fels ist ja nur Basalt, ne? Vielleicht sollten wir hier das Lager aus Basalt bauen. Wieso kann man zwei Spitzhacken nicht auf anlegen? Nee, wir wollen übrigens, das ja einheitlich, oder? Ich habe übrigens Lauch und Schalotten dabei. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Scheiß her habe, aber ich habe Lauch und Schalotten dabei. Du hast wahrscheinlich geerntet. Du hast da noch freie Felder, die kannst du noch mal reinsetzen. Oh, habe ich das? Okay, na warte, mach ich das kurz. Das ist ja nicht verkehrt, dann haben wir ein paar mehr. Ganz hinten waren da auf jeden Fall. Wir müssen auch noch eine Küche bauen und so. Ah ja, hier. Alles. Und Schalotten. Wenn ich schon mal hier bin, gucke ich mal ganz kurz noch, ob ich hier noch was finde. Oh, sechs. Zack, oh, erwachsen, zack, zack. Erwachsen. Ja. Ich bin erwachsen. Oh. Ja, wir müssen das Ding auf jeden Fall vergrößern, die Felder, und dann ordentlich alles sortiert aufstellen. Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie werde hier paranoid. Das Schwein verfolgt mich. Schon wieder steht es vor mir und guckt mich blöd an. Das ist das Tarindor-Schwein, was dich beobachtet, weil du so ein fieser Mob bist. Und mich immer schlägst. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Die Schwaben von heute, echt. Ja, das ist diese Tiere, die verfolgen mich doch. Das ist ein Huhn, das mich blöd anguckt. Wir müssen uns noch eine Mod installieren. Enemy-Mods oder so. Dann können wir uns so einen Nether-Drachen bauen, dass wir fliegen können. So, ich habe jetzt noch mal ein bisschen Zeug gesammelt. Ein Winterkürbis. What the fuck? Was? Winterkürbis. Was wird das denn sein? Keine Ahnung. Kürbis aus Winter oder ist vom Winter? War oder? Hier gepflanzt. So, ich komme. Ich weiß, ich habe alles genommen, was ich kriegen konnte, obwohl das gar nicht für das Gebiet geeignet war. Egal. Na, es wächst, das ist die Hauptsache. Außer Kürbisse. Keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, warum wir immer so komische Stiele nur für einen Kürbis bekommen. Keine Richtung Kürbis. Das wird nicht mal braucht man überhaupt so viel Kürbis? Naja, ich kann eine Kürbissuppe machen. Oh, lecker. Kürbissuppe ist lecker. Ja. Mit Kürbiskernöl. So. Mm. Mm. Und Sahne. Wow. Tarindor? Ja. Was macht das Schwein hier in der Höhle? Hab ich organisiert. Ich dachte, du meinst jetzt nicht. Hab ich gut, ne? Super, ne? Ich weiß nicht, du hast irgendwie eine magische Anziehungskraft auf Schweine, kann das sein? Ja. Ich bin ein Schwein. Nein, das, wo da rumläuft, ist eins. Okay. Bestimmt deins. Ja. Grund. Dachte, dann sind wir nicht so alleine. Aber was machen wir hier eigentlich? Guck mal, das kommt dir nach. Das verfolgt mich. Das ist bestimmt das Schwein, das mich auch gerade in unserem Lager angeguckt hat. Oder stinkst du? Weiß nicht. Nein. Hat aber lang gedauert. Hast du jetzt erstmal gerochen? Nein. Erstmal gerochen. Oh nee, geht noch. Ja, ja. Aber trotzdem, dummer zur Info. Was machen wir hier? Wir sammeln Steine für unseren Chico. Der baut doch aber gerade auch. Schick aussieht. Der baut aber er braucht ja Steine, um da zu bauen. Und ich dachte, dann können wir auch mal eine Folge damit verwenden, hier so ein bisschen rumzukloppen. Oh. Verzeihung. Dafür habe ich das Schwein gehauen. Das arme Schwein. Das kann ich Fräulein voll verbraten bekommen. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub.
Weiß ich, das da oben. Steinsalz. Und Andesit. Mhm. Oh, ist das stumpf hier, dieses Geklopfe, ne? Ja, das können wir gar nicht behaupten, also. Nee, ja, aber Speckstein geht, glaube ich, schneller als dieses Basalt hier. Ich habe eine Silberaxt sogar, also von daher. Das ist eine Silberaxt? Ja. Wo ist die geklaut? Im Silberladen. Ich glaub's nicht, der behält das ganze geile Material für sich. Das habe ich nicht einmal in der Kiste gesehen. Das ist so ein Hund. Das war in der Kiste. Ja, klar. Das war. Guck dir mein Video an, yo. Ja, das war in der Kiste, die du gefunden hast, ja. Nee, auch in der Kiste. Oh, jetzt aber meine Axt kaputt. Ha, Ich geh mal los. Bis dann. Jo, tschüssi. Meine Axt gibt auch bald den Stein auf, den Geist auf. Meine Spitzhacke. Wie komme ich denn auf... Oh, ist das hell hier draußen. Ich muss in dieser düsteren, dunklen Höhle Steine klopfen. Mit dem Schwein. Mit dem Schwein. Ich bin nicht allein, ja. Also wir brauchen auf jeden Fall dringend Eisen und alles, ne? Ja, ich sammle ja gleich. Was, Eisen? Ja. Wo finden wir das? Du sammelst erstmal Speckstein für mich, schön brav. Speckstein, Eckstein, alles muss perfekt sein. Eisen finden wir auch in so einer Höhle. So wie du da jetzt auch drin bist. Also da finden wir das. Ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich habe die Kühe gefunden, die du meintest, die Selbstmordgefährdeten. Also hier stehen zwei ganz komisch auf der Klippe. Ja. Die sind mega geil. Die kommen da nie wieder weg. Hier ist doch Eisen. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wo denn? Ja, jetzt mache ich mir ja schon eine Acker. Der verbot das ganze gute Zeug. Chico? Ja? Ich glaube, wir müssen einen Kompott begehen. Das ist normal bei dem, glaube ich. Sobald der Survival-Modus hier wirklich auf Sterben und so ist, dann... Wenn er auf jeden Fall verhungern, sobald er eine Expedition hat. Werden wir zum Kannibalen. Nein, ich habe Gottes Hilfe auf meiner Seite. Ja, aber ich würde auch verhungern. Grunz. Soll ich hier noch weiter basteln? Außerdem, ich bring dir gerade eine Hacke mit, ja? Ach ja? Ja. Ich knuddel gerade mit dem Schwein, also klopf an, bevor du reinkommst. Tierfetischist. Aber lass deine Fackel aus dem Spiel. Ist das Viech geil? Sag mal, wieso haben wir hier auch so einen Scheißweg über hochspringen müssen? Da kommt er, da seht ihr ihn, da ist er. Und wie viel ist deine Hacke schon kaputt? Nein, eine ja, die andere noch nicht. Hier kriegst du mal eine richtig schicke. Haben wir noch Eisen gehabt? Ja, aber jetzt haben wir kein Eisen mehr. Achso, aber meine Hacke auch gleich vergessen ist. Oh nein. Soll ich gleich mal welches sammeln gehen? Das wäre geil. Kann ich mal machen. Was denn? Und ich bin hier, also bei Marmor, das ist ja geil. Der Marmor geht so schnell, aber dieses Basalt, das ist so hart. Da braucht die Axt, die Spitzhacke auch länger. Ja. Oh, ich fahre mir sogar an der Decke. Boah. Alter, Hauptsache du nimmst alles mit, nicht, dass uns das nachher ausgeht. Obwohl ich ja gerade am überlegen bin, ob wir das Lager nicht mit diesem Basalt ausstatten sollten. Das sag ich jetzt, nein. Nee, den Speckstein, den nutzen wir nachher für meine zweite Idee. Aber wird das Haus dann nicht, das Lagerhaus voll dunkel? Das ist halt ein Lagerhaus, das wir leuchten brauchen, wir aus. Wir brauchen ein helles Lagerhaus mit viel Fackeln. Genau. Ja, das leuchten wir aus, fertig. Und Schildern, die Schilder. Jedes einzelne Schild braucht eine Fackel, dass man es auch ja lesen kann. Mhm. Ich hab übrigens noch drei Schilder übrig. Das müsste reichen für das Lager. Ja, ich glaube auch. Oh, deine Hacke ist kaputt gegangen. Ja, ich sehe. Du hast mir doch eine geschenkt. Ja. Wo ist die? Ich weiß nicht, wo du die wieder hingedödelt hast. Ich hab sie nicht. Aber ich hab die wieder. Wissen du, hier. Klaut er mir meine Hacke, ey. Marmor ist doch teuer, das nehmen wir doch gleich komplett mit, oder? Übertreib's halt, oder? Ich hab Angst mit dir im Dunkeln allein. Ich möchte auch nur mal sicher gehen. Du weißt schon, dass ich die gleich wieder abreiß.
So, wir müssen auch nach oben, sonst kriegen wir wieder Mecker. Solange ihr arbeitet, kriegt ihr von mir auf jeden Fall keinen Mecker. Wir sind schwer beschäftigt mit Blöcke zu klopfen. Mhm. Das ist ja besser wegen Call of Duty, die wehren sich nicht mal. Das Hammer, ne? Ja, hier hast du einen Siegeserfolg, also gefühlt. absolut gewinnt. Das ist ja alles Stein hier, alles Stein. Ich klopf grad Marmor zu tot. Oh, das können wir auch gut gebrauchen für mein nächstes Projekt nach dem Lagerhaus. Die Kirche, ich will beten gehen. Alter, ist das hell hier draußen. Ja, das habe ich auch gerade gesagt. Gerade auch so scheiß dunkel. Ja, aber ihr habt noch eine helle Höhle. Ich habe ja hier diese ganze Beseitenscheiße, weißt du? Ja, jetzt jammer doch nicht. Wir haben auch einen Jammerlappen, oder? Echt? Was war das? Das ist eine Höhle. Nee, da kam gerade so ein gruseliges Geistergeräusch. Ja, wenn's in der Nähe dunkel ist, zu dunkel, oder wenn wir hier irgendwo eine Höhle oder so haben. Plötzlich. Glaube ich. Dann kommt so ein komisches Geräusch. Ja. Halt gerade mal auch immer anders. Bearbeitet mal das ganze Basalt, mal gucken, ob das was bringt. Wir haben hier wir haben immer noch unsere Schweinehöhle. Schweinehöhle. Ja, das Schwein ist immer noch da und guckt uns zu. Okay, was tun wir jetzt? Ja komm, wir machen mal was. Wir haben ja schon ein bisschen was gesammelt. Wollen wir mal woanders hin? Wir gehen jetzt Materialien sammeln. Ich muss übrigens essen. Ja, ich auch. Ich bin beim Starving schon. Beim letzten Fleischklopfen. Sonst kriegen wir wieder so Zuckungen. Ja. Die haben wir so schon. Ja. Gehirnzuckungen. Ich wollte gerade sagen, morgens habe ich auch immer Zuckungen. Ja. Au. Warst du das? Nein. Das liegt daran, weil du vor Hunger. Ach so. Au. 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 Ich sag ja Gehirnschäden. Das ist irgendwie, als würde mich ein unsichtbarer Zombie hauen. Ich weiß gar nicht, wo wir Futter haben. Das habe ich dir Speckstein geschmissen, ne? Das fertige? Ja, okay. Toll. Hier ist Futter. Sollte genug da sein. Ah ja, hier gebratenes Schweinefleisch. Ich nehme da mal 5. Lecker, ey. Warte ab. Verkloppt mich. So. Okay, ja, das wir sind schon wieder bestimmt wieder voll über unsere Zeit, oder? Das sieht gut aus. Ich sag, mach das Lager aus diesen dunklen Klötzen. Davon haben wir jetzt so viele. Ja, mach das. Ich hab irgendwie jetzt auch Mega-Stein und so ein Scheiß. Ich hab grad so rangezoomt und das sieht aus, als hätte ich einen gesoffen. Speckstein. Oh, ich hab auf deinen Po gezoomt. Ich hab auch hellgrüner Stein. Was? Und Marmor. Au. Oh, ich habe gerade durch Zufall mitgekriegt, dass man Kies auch bearbeiten kann im Ofen. Oh. Da kriegt man Beton raus. Oh. Und das keine heißt, Ahnung, wie Beton aussieht, haben jetzt wenn man daraus... Beton-Mischer. Kann man daraus irgendwas machen? Wo ist denn hier mein hellgrüner Stein? So eine Scheiße, ich packe ihn einfach rein. Okay. Keine Ahnung, was man aus Beton machen kann. Warte mal, ich mach das mal eben so. Ich nehme mal den ganzen Speckstein raus und pack den in der leeren Kiste. Hier, dann da. Das ist die Specksteinkiste hier. Okay, warte, dann bring ich den mal. Hüpfe. Oh, ja. Warte, wir müssen auch gleich mal die Aufnahme beenden, glaube ich, wieder. Ja, müssen wir, weil ich muss jetzt echt mal hier, ich muss Feierabend machen. Feierabend, wie das durfte. Ja, 18 Minuten 44, das heißt, wir können auch schon Feierabend machen, glaube ich. Ja, können wir mal machen, das ne? Schon, ne? Das passt, ja. Ich spiele noch ein bisschen Offline weiter hier, weil der Tunnel ja doch ein bisschen länger dauert. Gut. Von meiner Seite war es das. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich muss noch mal jemanden verkloppen. So. Und von mir aus können wir die Aufnahme beenden. Tschüss. Aua. Auf Tschüssi. So, und du. Ciao.